Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 177 vom 16. Februar 2020, ein Sonntagabend ausnahmsweise mal. Trotzdem kehren wir natürlich wieder die politischen Ereignisse hierzulande und in der Welt zusammen, so wie sie denn für relevant und interessant halten, aus der letzten Woche. Das bin zum einen wie gewohnt ich, Philipp Banse, mein Name, Journalist. Und am anderen Ende der Leitung sitzt Ulf Burmeier. Ich bin Jurist und begrüße euch auch sehr herzlich zu dieser neuen Folge. Nach gutem Brauch fangen wir an mit den Hausmitteilungen. Das sind in dieser Woche zwei ganz kurze. Zum einen gibt es ja ein Abo der Lage der Nation, Philipp, wenn man die Lage ohne Werbung hören möchte. So sieht's aus. Es gibt ein Abo, das findet ihr unter küchenstud.io+, also küchenstudio-plus. Das könnt ihr für euch selbst klicken, dann gibt's halt die Lage ohne Werbung und ihr unterstützt uns natürlich. Das ist eine unserer vier ganz, ganz, ganz wichtigen Säulen, haben wir jetzt auch in letzter Zeit gemerkt. Als es weniger und gar keine Werbung gab, konnten wir trotzdem ganz in Ruhe schlafen und das Ding weitermachen, weil uns so viele von euch unterstützen, A, mit einem Abo oder auch mit direkten Spenden. Das ist wirklich ganz, 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 ganz toll und ganz herzlichen Dank wirklich an dieser Stelle auch nochmal dafür. Und man kann dieses Abo auch verschenken. Da findet ihr einen Link dazu. Gibt es manchmal Anfragen, ob man das Abo auch verschenken kann. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, und eine kleine Ansage in eigener Sache. Ich bin ja ehrenamtlich Vorsitzender eines Vereins, nämlich der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die sich mit gerichtlichen Verfahren für Grund- und Menschenrechte einsetzt. Das war in der Lage ja schon öfter Thema. Und wir sitzen in Berlin und die GFF wächst erfreulicherweise und so suchen wir neue, größere Räume und idealerweise auch bezahlbare Räume in Berlin, irgendwo in Zentrumsnähe, idealerweise irgendwie in der U8, aber vor allem innerhalb des S-Bahn-Rings wäre wichtig und am besten so 300 bis 400 Quadratmeter. Wenn ihr da was wisst, freuen wir uns sehr über einen Tipp. Wir haben dazu auf der Seite der GFF auch eine eigene Seite geschaltet, wo wir so ein bisschen schreiben, was wir suchen, unter freiheitsrechte.org/büro, also mit UE geschrieben, freiheitsrechte.org/büro, findet ihr, was wir suchen, und ich wäre euch persönlich sehr dankbar und genauso unser Team von inzwischen rund 15 Leuten. Werbung. Die Weinwelt und Weine insgesamt sind ja unglaublich spannend, aber eben auch unglaublich kompliziert, denn die Auswahl ist natürlich ziemlich unüberschaubar. Um es euch ein bisschen einfacher zu machen, um nicht zu sagen ganz einfach zu machen, haben die erfahrenen Weinexperten von Weinfürst hochwertige Weine mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis für euch zusammengestellt. Auf weinfürst.de erhaltet ihr als Neukunde mit dem Gutscheincode LAGE30 bereits ab 60 Euro Warenwert einen Rabatt von 30 Euro. Entdeckt also euren Lieblingswein, ein Probierpaket oder ein Sparangebot und löst den Gutschein Lage 30 ganz einfach im Warenkorb auf weinfürst.de ein. Und sollte euch mal ein Wein nicht schmecken und nicht gefallen, der da vorgestellt wird, dann bekommt ihr euer Geld unkompliziert zurück. Details gibt's auf weinfürst.de/lage30. Wir danken für die Unterstützung. Werbung. Ja, und da sind wir wieder und schauen nochmals nach Thüringen und sogleich aber natürlich auch zurück nach Berlin. Denn auch in der zweiten Woche nach der Wahl von Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD rumort es weiter. Insbesondere die CDU kommt nicht zur Ruhe. In dieser Woche haben sich zwei CDU-Spitzenfiguren zurückgezogen. In Thüringen erklärte der Fraktionsvorsitzende der Union im Landtag, Moring, seinen Rückzug. Er ist noch nicht zurückgetreten, aber er hat angekündigt, dass er bei einer baldigen Neuwahl nicht wieder antreten wird. Und auch im Bund hat Annegret Kramp-Karrenbauer, kurz AKK, die derzeitige Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union, angekündigt, dass sie für eine Kanzlerkandidatur nicht zur Verfügung stehen wird und auch, dass sie den Vorsitz der CDU möglichst bald abgeben möchte. Der Zeitplan ist noch unklar. Ursprünglich war mal die Rede davon, irgendwie im Dezember, da wäre wohl der turnusmäßige Parteitag, aber da gibt es inzwischen sehr deutliche Entwicklungen in der CDU und auch mahnende Stimmen, die sagen, das geht auf gar keinen Fall, dass man diese Führungsfrage 10 Monate lang ungeklärt lässt. Mit anderen Worten, es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass AKK ihren Job schon deutlich früher abgeben wird. Gerüchten zufolge sucht die Union schon für den Mai nach großen Hallen in Deutschland, um einen Bundesparteitag abhalten zu können. Ja, also das war dann schon eine ziemliche Überraschung. Ich meine, diese Kanzlerkandidatur, da war sie eh noch nicht dafür nominiert. Ihre Umfragewerte waren jetzt auch nicht so berauschend.
Aber der Rückzug als Vorsitzender der Union, der kam dann schon etwas überraschend, obwohl es dann, fand ich, auch durchaus gerechtfertigt war, der was fast zum Überlaufen gebracht hat, glaube ich, nach diesen doch zahlreichen Fehltritten und Falscheinschätzungen der letzten Monate, über die wir ja auch gesprochen haben, das fast zum Überlaufen gebracht hat, wohl eben ihr Versuch, die Erfurter CDU-Fraktion umzustimmen. Sie ist da ja auch nach Erfurt gefahren am Donnerstag letzter Woche und wollte eben Neuwahlen durchsetzen. Die Fraktion dort hat sich ihr nicht gefügt und ist dann mehr oder weniger unverrichteter Dinge zurückgekehrt und sogar Merkel hat sich dann eingeschaltet aus dem Ausland und klargemacht, die Wahl von Kemmerich geht gar nicht, das muss zurückgenommen werden. Das wurde natürlich dann von vielen als undemokratischer Akt bezeichnet. Ich würde sagen, es ist halt, weiß ich nicht, eine politische Willensbekundung, das steht ihr schon zu. Aber da war dann, glaube ich, schon klar, mit AKK wird es nicht so weit kommen. Nein, man hat einfach gesehen an diesem ganzen Prozedere rund um Thüringen, dass sie einfach keinerlei natürliche Autorität hat in der CDU. Das hat sicherlich zum Teil mit ihr zu tun, es hat zum Teil auch damit zu tun, dass es einfach innerhalb der Union natürlich starke Gegner gibt, insbesondere Friedrich Merz und seine Truppen innerhalb der Union haben sich im Grunde nie damit abgefunden, dass Ende 2018 AKK den innerparteilichen Machtkampf knapp zunächst mal für sich entschieden hatte. Sie haben weiter immer an ihren Stühlen gesägt, haben immer Zweifel gesät. Aber man muss auch sehen, Philipp, du hast es eben angesprochen, AKK hat sich einfach immer wieder sehr ungeschickt verhalten und unterm Strich muss man sagen, sie war unterm Strich, glaube ich, die falsche Frau, weil sie zum einen eben die Partei nicht einen konnte, auch in mehr als einem Jahr nicht, und zum anderen, weil sie offensichtlich auch bestimmte, Defizite mitgebracht hat. Sie ist ja im Saarland relativ schnell und beharrlich aufgestiegen, aber auf der bundespolitischen Bühne weht einfach ein deutlich schärferer Wind, ganz offensichtlich, und da hat sie doch sehr, sehr häufig der Instinkt verlassen. Sie hat Interviews gegeben, über die man sich nur noch wundern konnte, und auch im Fall Thüringen, muss man das einfach sagen, waren ihre öffentlichen Äußerungen wenig hilfreich. Stattdessen hat Angela Merkel sich von einer Auslandsreise eingeschaltet, ja, obwohl sie ja eigentlich gar nicht mehr CDU-Vorsitzende ist, und deutlich gemacht, dass Thomas Kemmerich seinen Stuhl wird räumen müssen. Philipp, was denkst du? Muss man dann davon ausgehen, dass Merkels Machtübergabe gescheitert ist? Na, das war ja eine Sache, die wir durchaus mit Hochachtung besprochen haben von ihr aus, dass sie das schafft, nach so langer Zeit die Macht smooth, weich, kontrolliert zu übergeben, ohne am Ende gegen die Wand zu fahren selber und ohne Hosen oder Kleid dazustehen. Aber dieser ganz smoothe Übergang zumindest, der scheint jetzt nicht zu klappen. Also mit dem Rücktritt ist das sicherlich erstmal gestoppt. Man hat nur gesehen jetzt an Umfragen, dass Merkel wirklich durchaus wichtig ist. Also in der Thüringen-Frage hat sie eine entscheidende Rolle gespielt und so eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Handelsblatts hat auch ergeben, dass die Mehrheit der Bundesbürger erwartet, dass die Politik der CDU ohne Kanzlerin Merkel eher schlechter wird. Und was ich aber noch interessanter finde, ist, dass fast ein Viertel der CDU-Anhänger, 23%, fast ein Viertel die Parteien nicht mehr wählen würden, wenn Merkel abtritt. Wow, das ist natürlich eine ganze Menge. Da würde ich sagen, da muss man jetzt erstmal abwarten. Wenn die Leute dann sehen, wer statt Merkel dasteht, dann mag das dann auch schon wieder ganz anders aussehen für viele, die jetzt sagen, ich wähle die CDU nicht mehr. Da gibt es ja im Kern jetzt drei Kandidaten, die sich warm laufen. Ne? Das ist der Friedrich Merz, hat keinerlei Funktionen, hat es auch selber noch nicht richtig offiziell gesagt, dass er antreten will, aber lässt seine Leute das streuen, dass er Vorsitz und Kanzlerschaft gerne hätte. Zeigt sich jetzt wieder auch auf Diskussionen und so. Und ich denke, allen ist klar, der würde es gern machen. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Und der vielleicht aussichtsreichste Gegenkandidat stand heute, ist der Bundesgesundheitsminister Spahn. Der hat auch immerhin schon öffentlich gesagt, dass er sich durchaus vorstellen kann, Verantwortung zu übernehmen. Ja, das ist ja irgendwie so ganz interessantes Politikersprech. Keiner sagt, ich bin ambitioniert, ich will es machen, sondern man tut immer so, als sei man der Einzige, der diese Partei noch retten kann. Und als wenn man sich dann schweren Herzens und nach langem Überlegen irgendwie dazu durchregen könnte, Verantwortung zu übernehmen. Das, ich weiß auch nicht, ich finde es ganz interessant. Ich glaube, in den USA läuft das so ein bisschen anders. Da ist die politische Kultur da deutlich entspannter. Da kann man einfach sagen, ich will und deswegen versuche ich es jetzt. Na gut, aber jedenfalls Jens Spahn gilt vielen in der Union noch als zu jung. Auf der anderen Seite sagt das viel über die Union aus, wenn man mit Ende 30 von vielen eben noch für zu jung gehalten wird. Aber es gibt andererseits auch prominente Stimmen, die sehr viel von ihm halten. Also mein persönlicher
persönlicher Eindruck von ihm ist auch, dass er jedenfalls eine Menge Dinge anpackt und auch zu Ende bringt, auch wenn er sich nicht immer durchsetzen kann mit seinen Positionen, ja, zum Beispiel ja nicht in der Diskussion um Organspenden. Aber selbst Angela Merkel sagt, Zitat, er schafft was weg. Ja, mit anderen Worten, Spahn ist auf jeden Fall ein Hoffnungsträger der Union. Ob er sich schon in dieser Konstellation im Jahr 2020 durchsetzen kann oder nicht, das ist allerdings noch offen, denn es gibt noch eine dritte Person, die immer wieder genannt wird in diesem Kontext. Absolut, das ist Armin Laschet, der ist jetzt Ministerpräsident in NRW und als Ministerpräsident des größten Bundeslandes, bevölkerungsreichsten Bundeslandes vielmehr, ist er irgendwie ein natürlicher Anwärter auf so einen gehobenen Posten. Bei Spahn würde ich eher denken, dass er vielleicht noch Fraktionschef wird oder sowas in der Art erstmal. Also ich glaube, zumindest ist das so die Debatte, dass Merz und Laschet die aussichtsreichsten Kandidaten momentan sind, wobei Merz eher so der konservativere Kandidat wäre und Laschet eher so eine männlicher Merkel oder sowas wäre, wer denn könnte. Ist eher so ein vermittelnder Typ und hat jetzt auch gerade in diesen Tagen nochmal klare Kante gegen die AfD bezogen. Also er hat so wirklich, glaube ich, so ziemlich alles ausgeschlossen, was an Zusammenarbeit, Kooperation, Duldung etc. möglich und vorstellbar wäre mit der AfD. Das kommt für ihn alles überhaupt nicht in Frage. Aber auch er hat noch nicht offiziell gesagt, dass er irgendwelche Posten, also den Vorsitz der Partei oder eben dann auch die Kanzlerschaft anstrebt. Aber das sind im Kern die drei Kandidaten und da muss man jetzt einfach mal abwarten, denn das finde ich schon auch, deswegen finde ich das nicht ganz unwesentlich, über diese Kandidaten zu reden, weil sie eben ja auch für eine bestimmte Richtung stehen, über die man jetzt auch nochmal reden kann, für zwei Pole, Merz und Laschet. Denn der Fall Thüringen, der hat ja eine Bruchlinie und ein Riss in der Union, im Speziellen aber auch in der Parteienlandschaft insgesamt gezeigt, der uns die nächsten Jahre sicherlich noch beschäftigen wird. Ja, ganz genau. Insbesondere in der Union hat dieser Fall Thüringen zwei Bruchlinien offengelegt, nämlich zum einen, wie man mit der AfD umgehen soll und zum anderen, wie mit der Linkspartei. Die Union hat sich da formal sehr eindeutig positioniert. Da gibt es einen deutlichen Unvereinbarkeitsbeschluss in Bezug sowohl als auf die AfD als auch auf die Linkspartei. Das hat allerdings natürlich zur Folge, dass die Union sich quasi eingemauert hat. Ja, sie hat also auf dem Bundesparteitag 2018 für einen Unvereinbarkeitsbeschluss gestimmt, der jegliche Zusammenarbeit ausschließt, sowohl mit der AfD als auch mit der Linkspartei. Und was das dann in der Praxis bedeutet, das ist diese berühmte Hufeisentheorie, ja, wo also Linkspartei und AfD als die Extremisten an den Rändern relativ gleichgesetzt werden. Beispielhaft formuliert, dass die baden-württembergische Bildungsministerin Eisenmann in einem O-Ton, den uns ein Hörer geschickt hat, der bei Hitradio Antenne 1 aus Stuttgart als Journalist tätig ist. Also da brauchen wir, glaube ich, uns nicht dauernd das Gleiche zu sagen. Dafür gibt es Beschlüsse und dass ich dafür stehe, weder mit rechts noch mit links zusammenzuarbeiten, nicht zusammenzuarbeiten, ist bekannt. Da hat die CDU Baden-Württemberg keinerlei Klärungsbedarf. Da gibt es klare Beschlüsse und da gibt es auch eine klare Haltung der CDU in Baden-Württemberg. Das gilt sowohl für ganz rechts wie übrigens auch für ganz links. Und dass dieses so in Zukunft auch bleiben muss und bleiben wird, ist eine Selbstverständlichkeit. Ja, wenn man sich das so anhört, dann scheint die Lage bei der Union vordergründig klar zu sein. Auf der anderen Seite, aber wie gesagt, hat sich die Union damit ziemlich eingemauert. Denn es gibt ja eben, Beispiel Thüringen, politische Konstellationen, wo es kaum durchzuhalten ist, weder mit der Linkspartei noch mit der AfD in irgendeiner Art und Weise zu kooperieren. Interessanterweise machen viele Menschen in der Bevölkerung, insbesondere auch unter den Menschen, die der Union nahestehen, diese Gleichsetzung von Linkspartei und AfD allerdings nicht mehr mit, Philipp. Die Vorsa-Umfrage für das Handelsblatt, von der eben schon kurz die Rede war, enthält auch insofern sehr, sehr spannende Zahlen. Ja, danach will die Mehrheit eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei nicht mehr ausschließen. 2/66% der Wahlberechtigten meinen, die CDU solle Ausnahmen machen, vor allem in den ostdeutschen Ländern. Auch eine Mehrheit der CDU-Anhänger, nicht groß, aber immer 53%, spricht sich für punktuelle Kooperationen mit der Linkspartei aus. Ganz anders bei der AfD. Von den Anhängern der CDU meinen 82%. Dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben muss.
Ich habe eher das Gefühl, also wir haben das ja schon tausendmal gesagt, es gibt einen großen strukturellen Unterschied zwischen dem rechten Spektrum und der Linkspartei, zwischen der AfD und der Linkspartei. Über die Werteunion, finde ich, muss man jetzt hier nicht mal reden. Das sind irgendwie, ist ein eingetragener Verein, das ist nicht mal Teil offiziell der CDU, es sind 4000 Leute. Also ich finde, die werden so ein bisschen überbewertet. Das täuscht darüber hinweg, dass wir es eigentlich mit einem viel größeren Problem zu tun haben. Auch dieses Argument, die Linken wollen ja nicht eingestehen, dass die DDR ein Unrechtsstaat war. Ja, da gibt es ein paar, die das nicht sagen wollen. Aber in der Präambel des Koalitionsvertrags für Thüringen, den ja auch die Linke mit ausgehandelt und unterschrieben hat, steht drin, die DDR ist ein Unrechtsstaat. Also sich daran aufzuhängen und damit die Linken mit der AfD gleichzusetzen, das finde ich wenig überzeugend. Ich finde, was diese ganze Debatte jetzt gezeigt hat, das ist, dass wir es wirklich jetzt auch in der CDU mit einem wirklich fundamentalen Umbruch zu tun haben, ja, sondern dass eben die CDU jetzt so zerrissen ist, und daran ist letztlich, glaube ich, auch AKK gescheitert, diesen Spalt zu kitten, ist, dass es um die Identität der CDU geht. Es geht darum, dass wir es mit neuen gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun haben, die sich total neu sortieren. Die Grünen, ja, versammeln so die eine Hälfte der Bürger, der bürgerlichen Bürgerschaft, wenn du so willst, der bürgerlichen Bewegung, des Bürgertums, was sich neu formiert hat, bei sich. Und der andere Teil des Bürgertums, ja, der sucht ein Zuhause. Das war lange die CDU. Ein radikaler, nationalistisch-völkischer Teil ist in die AfD abgewandert, und jetzt steht die CDU vor dieser Zerreißprobe zwischen den bürgerlichen Leuten, die zu den Grünen abgewandert sind, wie das ja auch in Bayern passiert ist, und denen, die in die AfD abwandern. Und die suchen einfach nach sich selbst. Die CDU sucht nach einem Profil. Was sind wir eigentlich? Mit wem wollen wir eigentlich? Mit wem wollen wir nicht? Und ich habe das Gefühl, diese Unvereinbarkeitserklärung, das ist wie so ein Haus, was die im Erdbebengebiet gebaut haben. Die sind in einem Erdbebengebiet, die ganze Landschaft, die ganze Gesellschaft verändert sich und bewegt sich unter ihnen, und sie haben ein total starres Haus gebaut. So, nicht mit den Linken, nicht mit den Rechten, bums. Und sie haben in Thüringen festgestellt, das ist keine Art, wie man Häuser im Erdbebengebiet baut. Das zerfällt ihnen nämlich. Und sie brauchen etwas Flexibleres, Beweglicheres, und danach suchen sie gerade. Ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, Philipp, dieses Starre, ne, was du gerade als das viel zu starre Haus im Erdbebengebiet beschrieben hast, das ist aber zugleich etwas, woran sich viele Menschen in der Union oder im Umfeld der Union gerade auch sehr klammern. Und der Grund für dieses Klammern ist aus meiner Sicht eben das große thematische Vakuum. Ne? Also auf den ersten Blick ist diese Ausschließerei gegenüber der Linken eigentlich nicht so ganz nachvollziehbar. Ne? Klar, die Linke steht für ganz andere politische Ziele. Dass da eine Koalition schwierig wird, ist klar, aber es ist eben eine demokratische Partei. Eigentlich müsste man sich arrangieren können, insbesondere gegen Antidemokraten von der AfD. Trotzdem kommt es zu diesem heißen Kampf, um den wir gesprochen haben. Und das ist aus meiner Sicht in der Tat, so wie du sagst, hier geht es um die Identität der Union. Man weiß eben einfach nicht mehr, wofür steht die Union inhaltlich, was sind die politischen Forderungen. Ja? Also klammert man sich, Stichwort das Haus im Erdbebengebiet, man klammert sich an liebgewonnene Dogmen. Ja? Linke sind böse, Kommunismus und so, rote Socken. Und woran liegt das? Wie gesagt, ich habe von einem thematischen Vakuum gesprochen. Und da muss man sich mal anschauen, welche inhaltlichen Wandlungen eigentlich Angela Merkel dieser Union aufgedrückt oder jedenfalls zugemutet hat. Ja, sie hat die Wehrpflicht ausgesetzt, sie hat den Atomausstieg durchgesetzt, sie hat letztlich die Ehe für alle durchgesetzt. Ja, sie hat dafür nicht gekämpft, aber sie hat die entsprechenden Strippen gezogen, dass die Ehe für alle beschlossen werden könnte und so weiter und so weiter. Und das sind nur ein paar Stichworte. Die Union weiß selbst nicht mehr so richtig, für welche Inhalte sie eigentlich in heutiger Zeit steht. Und deswegen wird so sehr um diese Symbole gestritten. Ja, deswegen klammert man sich so an dieses längst rissig gewordene Fundament, weil man eben einfach nicht mehr so richtig weiß, für was man steht. Und eigentlich bräuchte die Union tatsächlich eine inhaltliche Debatte. Weißt du, Philipp, wenn die nämlich eine Vision hätten für unsere Gesellschaft, wenn sie wüssten, welche Schritte sie gehen wollen, was ihnen bewahrenswert ist und wofür sie kämpfen wollen, dann müsste man sich nicht mehr lange darüber streiten, ob man jetzt mit der Linkspartei zusammenarbeiten kann, jedenfalls wenn es darum geht, irgendwelche Neonazis zu verhindern. Ja, und das verweist zugleich aber auch darauf, Philipp, dass ja unser Parteiensystem generell momentan ziemlich ins Schwanken geraten ist. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Ich glaube, dass
das kulminiert aber gerade, wir haben das ja bei der SPD erlebt, ja, wie sich das auf diesem linken, linksliberalen Spektrum aussortiert hat, dass sich die Linke abgesplittert hat. Und jetzt erleben wir das halt bei der CDU, die lange so schien, als sei so das konservative Lager noch relativ einig. Und wir stellen fest, sind sie nicht. Und da hat der Andreas Reckwitz, ein, finde ich, recht lesenswerter Soziologe aus Deutschland, gerade im aktuellen Spiegel, einen Essay zugeschrieben, der das Thema eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt. Und der beschreibt historisch, wie das manchmal so ist, eben die Veränderung des Bürgertums aus dem 18., 19., 20. Jahrhunderts und sagt jetzt im Prinzip, was wir jetzt beobachten, ist so eine alte und eine neue Mittelklasse. Also das, was so im 20. Jahrhundert noch relatives, homogenes Bürgertum war, die sich, sagen wir mal, teils in der SPD und teils bei der CDU befunden haben und wohlgefühlt haben, die sind jetzt aufgeteilt in so eine alte und neue Mittelklasse, wobei die neue Mittelklasse bürgerliche Eigenschaften in sich vereint und für wichtig hält, die eben so hin zu Reform und Dynamik und Dynamisierung und sowas neigen, die sind eher bei den Grünen zu Hause. Und dann gibt es halt so den Teil des Bürgertums, der ist eher so ein bisschen konservativer und will eher ein bisschen bewahren. Und das beschreibt er so ein bisschen als die traditionelle Mittelklasse. Und da geht es eher so um Prinzipien wie Ordnung und Beharrung. Er sagt, die sind nicht alle bei der AfD, aber ein kleiner, radikaler, völkischer Teil, der ist eben bei der AfD und ein anderer Teil sucht eben ein Zuhause. Und ich glaube, diese Aufsplitterung des Bürgertums in so eine neue Mittelklasse, die so urban ist, da haben wir auch schon viel drüber geredet, und eben so eine eher so beharrendes Bürgertum, eine beharrende Mittelklasse, die vielleicht in kleineren Städten, in so tradierten Berufen zu Hause ist, die suchen ein neues Zuhause. Und Reckwitz malt diese zwei Szenarien. Es kann sein, sagt er, dass diese beiden Lager sich wirklich weiter polarisieren und dann sich gegenüberstehen, wie Macron und Le Pen in Frankreich beispielsweise oder die Republikaner und die Demokraten in den USA. Er sagt aber auch, dass vielleicht, wenn es gelingt, beispielsweise diese beiden Pole in einer der beiden Parteien zu vereinen, jetzt in dem Fall in der CDU, dann sei das durchaus auch als Chance zu sehen. Und so sehe ich das auch gerade. Wird immer viel jetzt geredet, zerfällt das Parteiensystem, Demokratie in der Krise und geht es alles den Berg ab, Berg runter? Nein, ich glaube, wir sind einfach, wie ich das sage, wir sind, die Platten bewegen sich, die Tektonik ist ordentlich in Bewegung, da zerbröselt einiges. Aber ich glaube doch, dass wir jetzt in so einem Diskussionsprozess sind, wo eben die CDU sich finden muss und so eine Art Vision beschreiben muss, wie eine neue Art von Bürgerlichkeit aussehen kann. Und ich glaube ja letztlich, dass wenn sich so Leute wie Laschet und Merkel durchsetzen, es eigentlich sowas sein könnte wie Baden-Württemberg oder sowas, ja, wo sich Grüne und Union zusammentun und das so die neue große Koalition eigentlich wird. Dazu gehört aber, dass sie sich wirklich abgrenzen gegen die AfD. Und Reckwitz, das vielleicht nur noch hier als Abschlusszitat, schreibt dann noch in seinem Essay, die Politikwissenschaft hat herausgearbeitet, wie seit den 90er Jahren der traditionelle Links-Rechts-Gegensatz von einer neuen Konfliktlinie überlagert wird, jener zwischen den Kosmopoliten und den Kommunitariern. Auf der einen Seite stehen jene, die im weitesten Sinne liberale Werte vertreten, neoliberale Selbstverantwortung und Leistungsorientierung, ebenso wie linksliberale Gleichberechtigung und Ökologie und ein positives Verständnis von Globalisierung haben. Und auf der anderen Seite stehen eben jene, die Globalisierung und Modernisierung skeptisch sehen, die eher die an Ordnung und Sicherheit orientiert sind und für nationale Regulierung eintreten. So, das ist die Spaltung, mit der wir es gerade zu tun hat und mit an der sich die CDU abarbeitet, glaube ich. Und ich finde das total interessant. Ich finde das auch total interessant und ich würde auch durchaus gerade diesen letzten Punkt von Herrn Reckwitz für ziemlich plausibel halten, denn nationale Regulierungen, muss man ganz ehrlich sagen, sind natürlich in der Union auch viele, viele Jahre nicht populär gewesen. Ne? Die CDU war immer im Grunde seit den Zeiten von Adenauer auch die Partei der europäischen Integration. Das heißt also, wer europaskeptisch war, der fand in der EU so schnell auch keine politische Heimat. Und das in der war Union, ja, meinst du? Was habe ich gesagt? Weil du sagst, in der EU keine Heimat. In der Union, ja, in der Tat. Fand natürlich in der Union, nicht in der EU, sondern in der deutschen Union keine Heimat. Und das ist ja auch so quasi Gründungsmythos der AfD. Ne? Also die AfD war ja jetzt nicht vom Tag 1 an eine rechtsradikale Partei, sondern war zunächst mal ja eine Partei erzkonservativer Europaskeptiker und hat sich dann eben seither immer weiter in Richtung Fremdenfeindlichkeit entwickelt. Und kam ja auch aus diesem ganz klassischen Bürgertum. Ja, genau. Professoren, Gelehrte, Lehrer
Unternehmer, so. Das war halt dieses mittlerweile völkisch sehr konservative Lager, was sich da abgespalten hat. Und ich finde das sehr interessant zu beobachten, aber wie gesagt, man wiederholt sich durch Kooperationen und so, das haben wir in Thüringen gesehen mit der AfD, führt das zu nichts. Und es kam halt übrigens auch immer noch wieder die Frage, auch in privaten Gesprächen, ja, aber die AfD ist doch gewählt, die sind doch parlamentarisch legitimiert. Und da kann man immer nur wieder sagen, Leute, ja, sie sind parlamentarisch gewählt, aber deswegen müssen sie noch nicht unbedingt Demokraten sein. Ganz im Gegenteil. Sondern es ist genau das Prinzip, Demokratien sterben von innen heraus, weil sich Demokratiefeinde demokratischer Werkzeuge bemächtigen und dann die Demokratie von innen aushöhlen. Ja, und deswegen finde ich, ist das Argument, ja, aber sie sind ja gewählt, deswegen müssen wir mit ihnen normal umgehen. Nö. Ist nicht überzeugend. Nö, ganz im Gegenteil. Also man muss ihnen selbstverständlich die parlamentarischen Rechte zubilligen, die sie nun mal nach der Verfassung haben und die sie nach den Geschäftsordnungen der Parlamente haben. Das hilft alles nichts. Aber man muss ihnen auch keinen Millimeter mehr an Einflussmöglichkeiten zubilligen, als nach diesen Rechtsgrundlagen zwingend erforderlich ist. Und insbesondere muss man politisch ihnen eben keinen Millimeter entgegenkommen. Ganz im Gegenteil. Da muss man sie wie Parias behandeln. Und die Begründung dafür haben wir ja schon ausführlich nachgetragen in der vergangenen Folge. Das will ich jetzt an der Stelle nicht nochmal wiederholen. Es gibt kein Recht auf Regieren als Opposition. Nö. Du bist einfach Opposition, du bist da, du bist in der Minderheit, genau. Fein, aber du hast nicht das Anrecht darauf, überall einbezogen zu sein. Es ist schon schlimm genug, dass die AfD-Abgeordneten dann irgendwelche jungen Nazis als Mitarbeiter beschäftigen können und die dann da auf Staatskosten. Wie geht's denn jetzt in Thüringen weiter? Sich auf Staatskosten weiter radikalisieren. Ja, Stichwort Thüringen. Bodo Ramelow hat in dieser Woche der Süddeutschen ein ausführliches Interview gegeben. Es ist auch, wie soll ich sagen, auf einer persönlichen Ebene ganz spannend. Lohnt sich mal nachzulesen, weil man nämlich sieht, wie schwer eben diese Situation zugesetzt hat. Er leidet ganz offensichtlich darunter. Insbesondere, dass politisch jetzt erstmal Stillstand herrscht in Thüringen. Er zählt da auch bestimmte Situationen auf, wo er jetzt einfach gerne Entscheidungen getroffen hätte. Er nennt so ein paar Beispiele für einfach politische Gestaltung, die jetzt liegen bleibt. Im Kern aber möchte er sich einer, oder steht er weiter zur Verfügung für das Amt des Ministerpräsidenten, und zwar sowohl für eine direkte Neuwahl des Ministerpräsidenten in diesem Landtag, als auch für eine Spitzenkandidatur bei einer möglichen Landtagswahl. Diese Entscheidung ist ja auch noch nicht gefallen. Das große politische Problem ist aber natürlich, dass er sich nicht mit den Stimmen der AfD wählen lassen kann. Das heißt, er muss sicherstellen, dass es für ihn eine Mehrheit ohne AfD-Stimmen gibt. Ja, und da muss man wiederum differenzieren. Natürlich ist es kein Problem als solches, wenn auch AfD-Leute Stimmen für Ramelow abgeben. Sonst hätte die AfD ja quasi die Möglichkeit, jeden Kandidaten zu blockieren. Zum Schwur kommt es immer dann, wenn die Stimmen der AfD unverzichtbar sind für die Wahl. Und da gibt es insbesondere ein Szenario, vor dem sich viele Menschen gruseln in Erfurt. Und das ist nämlich, dass im ersten oder im zweiten Wahlgang, wo ja jeweils eine absolute Mehrheit erforderlich wäre, zwar Bodo Ramelow sich zur Wahl stellt und dann so viele Stimmen bekommt, dass klar ist, dass die AfD für ihn gestimmt haben kann und dass es ohne die AfD nicht gereicht hätte. Ja, mit anderen Worten, dass er so wenig Stimmen über den Durst bekommt, dass man nicht weiß, ob es nicht möglicherweise die AfD war, die ihn ins Amt gebracht hat, denn dann wäre seine Amtsführung genauso bemakelt, ja, quasi vergiftet in Anführungsstrichen durch die Stimmen der AfD, wie das für Thomas Kemmerich gegolten hat. Und deswegen gibt es jetzt hinter den Kulissen in Erfurt viele Verhandlungen. Die Union ist jedenfalls Stand heute, wie gesagt, wir nehmen Sonntagabend auf, noch nicht bereit zu garantieren, dass sie Bodo Ramelow ihre Stimmen gibt. Bislang ist das höchste der Gefühle, dass die Union sich enthalten könnte. Das könnte dann aber tatsächlich bedeuten, wenn die AfD jetzt einfach nur, um das demokratische System weiter vorzuführen und zu sabotieren, wenn die AfD also für Bodo Ramelow stimmen würde, dann wäre er mit AfD-Stimmen gewählt. Und was dann passiert, ist verfassungsrechtlich sehr umstritten. Man könnte natürlich sagen, ja, dann soll er halt die Wahl einfach nicht annehmen. Das Problem ist nur, dass in einem solchen Fall nicht klar ist, ob dann der Wahlgang quasi überhaupt als abgeschlossen gilt. Ja, also es gibt im Grunde zwei denkbare rechtliche Positionen. Die einen sagen, wenn jemand die Wahl nicht angenommen hat, dann bleibt man so lange im ersten Wahlgang, bis der erste Wahlgang entweder gescheitert ist, weil keiner die absolute Mehrheit bekommen hat, oder jemand die Wahl angenommen hat. Und die Gegenposition sagt, naja, wenn jemand gewählt ist, die Wahl aber nicht annimmt, dann ist immerhin der Wahlgang überwunden und dann geht es in den zweiten Wahlgang und gegebenenfalls auch in den dritten Wahlgang. Also wie gesagt,
Ich halte diese zweite Position für wesentlich plausibler, weil es ansonsten eben zu einem solchen Deadlock kommen könnte, also zu so einer Situation, wo sich die Kräfte im Landtag blockieren. Ich denke, eine nicht angenommene Wahl ist ein gescheiterter Wahlgang, aber das ist eben rechtlich nicht so ganz eindeutig und deswegen wird da noch groß diskutiert. Ja, wenn man also sagen könnte, eine nicht angenommene Wahl führt dazu, dass der nächste Wahlgang durchgeführt wird, dann wäre alles klar, dann könnten die ersten beiden Wahlgänge ausgehen, wie sie wollen, denn im dritten Wahlgang würden auf jeden Fall die Stimmen von Rot-Rot-Grün plus die Stimmen der FDP reichen. Was Ramelow jetzt erreichen will, ist einfach ein Zugeständnis von entweder CDU und oder FDP, dass sie sagen, ja, wir wählen dich in dem ersten Wahlgang und dann zumindest in großen Teilen, sodass klar ist, ja, die Stimmen, die da waren, die haben gereicht und er ist halt Ministerpräsident. Also er braucht halt in den ersten beiden Wahlgängen mindestens 4 Stimmen von CDU oder FDP. Und das Problem ist halt nur, wenn die Wahl knapp ausgeht, dann weiß man eben nicht, ob das nicht vielleicht auch AfD-Stimmen waren. Und deswegen wäre es, sagen wir mal, jedenfalls schöner, ja, wenn auch die CDU sich dazu durchringen könnte. Denn dann hätte er ja eine sehr breite Mehrheit im Landtag. Und man könnte das ja verknüpfen mit einer Auflösung des Landtags. Dann würde man sagen, der ist im Grunde nur gewählt für eine Übergangsphase. Da aber tut sich die CDU wiederum auch sehr schwer, weil sie nach Umfragen ja derzeit etwa 10 Prozentpunkte verloren hätte gegenüber ihrem Ergebnis. Das heißt also, die Fraktion würde fast halbiert in ihrer Stärke, wenn jetzt neu gewählt würde. Das heißt, auch das ist für die Union nicht so einfach. Also sie hat sich da wirklich in eine Sackgasse manövriert. Bodo Ramelow zu wählen für die vollen 4 Jahre ist für die Union extrem schwer. Ihn zu wählen und dann aber den Landtag aufzulösen, ist ebenfalls schwierig, weil sie dann ihre Fraktion schrumpfen sehen würde. Insofern ist es alles ganz schwierig. Die einfachste Lösung wäre wahrscheinlich, wenn in den ersten beiden Wahlgängen die absolute Mehrheit verfehlt würde und oder Bodo Ramelow die Wahl ablehnt und er dann einfach im dritten Wahlgang gewählt wird, denn dann ist klar, dann wird es nicht von den AfD-Stimmen abhängen. Diese Woche ging eine Geschichte durch die sozialen Netzwerke und die Medien, die im Kern recherchiert wurde von Panorama NDR, also dem Fernsehmagazin Panorama beim NDR und veröffentlicht wurde in der Zeit. Also im Kern war das ein Team, die halt diese Geschichte im Panorama und in der Zeit veröffentlicht haben. Und die ist doch ziemlich haarsträubend, etwas komplex. Deswegen nehmen wir das hier uns auch nochmal vor die Brust, um das ein bisschen zu erklären für all diejenigen, die es nicht verstanden haben. Im Kern geht es darum, um die doch erstaunliche Tatsache, Hamburg hat der Warburg Privatbank mindestens 47 Millionen Euro geschenkt. Ich glaube, so kann man das einfach sagen. Es sind fast 50 Millionen, die da geschenkt wurden. Aber da kann man sich nur fragen, wie geht das denn? Und es geht um das Geld, dass die Bank, die Warburg Bank in Hamburg verdient hat mit offensichtlich illegalen Cum-Ex-Geschäften. Also die Staatskasse haben die Banker ausgenommen und das Geld hätte sich Hamburg zumindest in Teilen zurückholen können. Aber Hamburg hat die Frist sehenden Auges und ganz bewusst verstreichen lassen. In den Hauptrollen Olaf Scholz, heute Finanzminister, Vizekanzler und damals erster Bürgermeister in Hamburg. Und Peter Tschentscher, heute erster Bürgermeister in Hamburg und damals Finanzsenator. Und Herr Tschentscher muss am 23. Februar Bürgerschaftswahlen in Hamburg überstehen, hat sich da bisher nicht recht gute Chancen ausgerechnet. Wie gut die jetzt sind nach dieser Geschichte, das wissen wir nicht. Aber zunächst muss man mal erklären, damit man es versteht. Wir haben das zwar schon ausführlich mal gemacht, aber wir müssen das jetzt hier nochmal ganz kurz machen. Cum-Ex. Das muss man in der Tat nochmal erklären. Denn die Geschichte, die du gerade geschildert hast, Philipp, ist natürlich politisch extrem brisant. Einfach weil man den Eindruck gewinnen kann, dass Olaf Scholz und auch Peter Tschentscher sich da in klassischer Manier quasi als Genosse der inszenieren und Millionensummen verschenken, ja, die in der Hamburger Staatskasse wahrlich, wahrlich dringend gebraucht werden könnten, zum Beispiel für soziale Projekte, um damit einer Bank dieses Geld zuzuschustern, was man auf den ersten Blick wirklich nicht begreifen kann und auch auf den zweiten Blick nicht. Aber wie gesagt, Philipp, du hast es gesagt, wir müssen kurz erklären, wo um welches Geld geht es eigentlich. Es geht letztlich um Ansprüche der Staatskasse von Hamburg, die auf sogenannte Cum-Ex-Geschäfte zurückgehen. Das sind im Grunde Steuertricks, bei denen Banken, aber auch andere Wohlhabende oder auch Anwälte sich Steuern haben doppelt erstatten lassen, die sie nur einmal gezahlt haben. Ja, das ist also bei Aktiengeschäften.
ging zum Aktiengeschäfte, ganz genau, wenn man da in einer ganz bestimmten, es gibt da verschiedene Arten und Weisen, wie man das inszenieren kann, aber wenn man in einer ganz bestimmten Weise Aktien hin und her schiebt zwischen bestimmten Aktionären, dann muss man Steuern einmal bezahlen, kann sie sich aber doppelt erstatten lassen. Das schließt sich ehrlich gesagt auf den allerersten Blick, dass das nicht legal sein kann. Gleichwohl ist das viele Jahre so gelaufen. Von 2005 bis 2011 wurden allein in Deutschland nach Schätzungen des Mannheimer Steuerprofessors Christoph Spengel mindestens 7,2 Milliarden Euro abgezockt. Mit anderen Worten, die Staatskasse, wir alle wurden um 7,2 Milliarden Euro erleichtert. Da haben insgesamt mehr als 100 Banken mitgemacht. Und das heißt auch Hunderte, wenn nicht Tausende von Akteuren. Ich habe da selber mal mit zwei Freunden von mir drüber gesprochen, die wiederum in so Kanzleien arbeiten und da wiederum Kontakt hatten zu Menschen, die in diesem Business tätig waren. Und natürlich konnten die jetzt keine Details nennen, aber was ich daran so spannend fand, war, dass die eben eine persönliche Einschätzung hatten. Ja? Und die Kollegen in diesen Kanzleien, die an diesen Cum-Ex-Geschäften beteiligt waren, die hatten nach Aussage dieser beiden Freunde von mir null Unrechtsbewusstsein. Ja, die fanden das total smart, dass sie da irgendwelche Steuertricks zusammengebastelt haben, mit denen sie den Staat abzocken können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ist mit diesen Leuten los? Ja, was ist mit diesen Leuten los? Das ist ein bisschen so, als wenn ich im Supermarkt was einstecke und mich dann hinter der Kasse freue, dass es keiner gemerkt hat und dann nicht etwa mich als Dieb sehe, sondern noch unfassbar smart finde. Also ich finde es wirklich ganz schwer erträglich. Aber wie dem auch sei. Ja, aber man muss vor allem auch sagen, ein Argument war ja ganz lange Zeit, ja, da gab es eine Gesetzeslücke oder so. Ja, und letztlich ist es aber völlig Wurst, ob es da eine Gesetzeslücke gab oder nicht. Wer sich Steuern erstatten lässt, die er nicht gezahlt hat, handelt illegal. Punkt. Und das haben ja mittlerweile auch viele Gerichte bestätigt. Und zu diesen Eindrücken, die du von deinen Freunden da geschildert hast, gibt es auch noch ein interessantes Interview, was wir verlinken in den Shownotes, was Panorama und das Recherchekollektiv korrektiv geführt haben mit einem der Kronzeugen in diesem Cum-Ex-Skandal. Also einer der beteiligten Juristen hat eben ausgepackt und den haben die interviewt und eine Stunde lang und der sagt genau das, null Skrupel. Sie haben sich gefühlt wie die coolsten, geilsten und es ging nur darum, keine Steuern zu zahlen, egal für wen. Und ich habe darüber ja auch ein Medienradio gemacht mit Gerhard Schick, der hat diesen Untersuchungsausschuss im Bundestag maßgeblich mit angeschubst, der eben diese Cum-Ex-Geschäfte untersucht hat. Findet ihr auch in den Shownotes oder könnt ihr abonnieren in eurem Podcast-Player, einfach Medienradio eintippen und abonnieren. Dann fällt da auch das Interview mit Gerhard Schick raus, wo es auch nochmal ausführlich um Cum-Ex geht. Aber was ist denn jetzt eigentlich in Hamburg passiert? Also es gibt da diese Privatbank Warburg mit so einem Investmentfonds noch dabei, also die Warburg-Gruppe, und die hat bei diesen Cum-Ex-Geschäften jahrelang groß mitgemischt. Insgesamt haben die sich auf das von Ulf geschilderten Modell 278 Millionen Euro aus dem Steuertopf abgezweigt. Mittels Cum-Ex. 278 Millionen Euro. Das ist, also muss man sich hier ganz kurz, um das immer so in den Kontext zu stellen, das ist Geld, mit dem hätte sonst die Stadt Hamburg Straßen bauen können, sie hätte Krankenhäuser bauen können, sie hätte Schulen bauen können und so weiter und so weiter. Ne, das muss man sich überlegen. Das ist jetzt nicht einfach irgendwie, sind nicht irgendwelche fiktiven Euros, sind nicht nur irgendwelche Zahlen in Bilanzen, sondern das ist das Geld, das den Menschen in Hamburg verloren gegangen ist, was einfach die Stadt Hamburg in vielerlei Hinsicht unsozialer gemacht hat. Ne, das ist um diese 278 Millionen geht's. Es gibt ja um Kapitalertragsteuer. Landet das beim Land Hamburg? Die genaue Quote weiß ich nicht, aber spätestens über die Verteilung. Teil davon zumindest schon. Auf jeden Fall. Und sonst ist es halt Bundeskohle, die dann, keine Ahnung, bei Hartz IV verloren gegangen ist. Oder sonst, so auch sonst. Ja? 278 Millionen Euro. Und alleine 46,8, also sagen wir mal knapp 47 Millionen Euro, haben die sich in 2009 mit dieser Cum-Ex-Methode illegal erstatten lassen. Haben sie sozusagen wiedergeholt vom Fiskus. Und Hamburg hätte sich dieses Geld, was sie damals der Warburg Bank überwiesen haben an Rückzahlungen, das hätten die sich ihrerseits bis zum 31.12.2016 zurückholen können, weil danach es eben verjährt, aber bis dahin hätten sie es tun können und Hamburg hat es nicht getan. In diesem Jahr 2016, wo Staatsanwälte ermittelt haben, wo die Finanzkontrolleure in Hamburg Alarm geschlagen haben, wo Wirtschaftsprüfer Alarm geschlagen haben. Alle haben gewarnt, es gab einen Untersuchungsausschuss im Bundestag zu Cum-Ex. Gerichte hatten Cum-Ex als illegal längst eingestuft. Und das Hamburger Finanzamt hat auf diese ganzen Warnungen zuerst auch reagiert und gesagt zur Privatbahn Warburg, Achtung, ihr müsst da übrigens Steuern zurückzahlen, 2009 bis 2011, macht euch mal bereit.
allein passiert ist nichts. Weil aus diesem Finanzamt, das irgendwie nach oben ging, dieser Fall und irgendwann versickerte, keiner weiß bis heute genau wo. Jedenfalls, es ist nichts passiert. Hamburg hat keinen Anspruch angehoben. Hamburg hat sich das Geld nicht zurückgeholt. Und so war also am 01.01.2017 der Fall klar. Hamburg schenkt der Privatbank fast 50 Millionen Euro, weil sie sich das nicht zurückgeholt haben. Die Argumentation, so schreiben Zeit und Panorama, war eben, der Sachverhalt sei für Hamburg nicht ausreichend klar gewesen. Man habe offensichtlich Prozesskosten gescheut in einem möglichen Rechtsstreit mit der Bank. Peter Tschetschner, heute Bürgermeister, damals Finanzsenator, er wusste wohl Bescheid, sagt er, aber er hat keinen Einfluss auf das Finanzamt genommen, wo er ja die Oberaufsicht hatte. Und dasselbe drohte jetzt ein Jahr später, 2017, nochmal zu passieren. Da ging es dann halt um die Forderung aus dem Jahr 2010, die dann zu verjähren drohten. Das waren 56,4 Millionen Euro. Und da machte Hamburg auch überhaupt keine Anstalten, sich das Geld von Warburg zurückzuholen. Und am Ende im Dezember, kurz bevor auch diese Rückzahlung verjährt wäre oder der Anspruch auf diese Rückzahlung verjährt wäre, hat das Bundesfinanzministerium aus Berlin eingegriffen. Und ein sehr seltener Fall, haben eine Anweisung erlassen und gesagt, Leute, ihr müsst euch das Geld besorgen. Und so hat sich Hamburg halt nur auf Druck von Berlin diese 56,4 Millionen Euro von Warburg zurückzahlen lassen. Das heißt aber jedenfalls für das Jahr 2017 ist das Geld dann wenigstens an Hamburg zurückgeflossen. Ne? Das muss man ja, für das Jahr 2010. Also genau, die Forderung auf 2010, ja. Die haben sie sich bis im Dezember 2017 noch kurz vor Toreschluss zurückgeholt. Und dann gibt es nämlich die interessante Tatsache, welche Rolle hat denn Olaf Scholz dabei gespielt und welche Rolle hat der Finanzsenator damals gespielt? Und jetzt gibt es halt diese interessante Geschichte, dass die Ermittler die Wohnung und die Büros des Warburg-Chefs Christian Olarius, Miteigentümer der Warburg-Bank, durchsucht haben und der hat ein Tagebuch geführt. Und in diesem Tagebuch steht drin, dass er sich im November 2017, also auf der Hochzeit, als die Staatsanwaltschaft gegen Warburg ermittelte, als schon feststand, dass da Geschäfte absolut unsauber gelaufen sind, hat sich halt der regierende Bürgermeister offensichtlich mit dem Bankchef persönlich getroffen. Und in seinem Tagebuch schreibt Olarius, er habe Scholz den Sachstand bei der Finanzbehörde und bei der Staatsanwaltschaft geschildert. Die Reaktion deutete er so, schreibt Olarius, Zitat, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Mit dem Eindruck ist er offensichtlich aus dem Treffen mit dem regierenden Bürgermeister rausgegangen. Ja, das 2017, kurz bevor das Bundesfinanzministerium aus Berlin reingrätschen musste und Hamburg zwingen musste, um sich 56,4 Millionen Euro von eben dieser Bank zurückzuholen. Und das ist wirklich zum auf der Zunge zergehen lassen. Da muss man jetzt einfach mal kurz einen Schritt zurücktreten und sich das nochmal vergegenwärtigen. Ja, da zockt eine Bank die Staatskasse ab. Das fliegt auf. Ja, das heißt, man weiß, da gibt es Steuernachforderungen. Und dann lässt man in Hamburg diese Steuernachforderungen für das Jahr 2009 einfach verjähren, macht einfach nichts und sagt, ja, ist halt so eine Form von Wirtschaftsförderung. Und für das Jahr 2010 wäre das auch so passiert. Ja, Olaf Scholz trifft sich mit dem Bankboss und hinterlässt bei dem den Eindruck, nö, passt schon. Und nur, wie du sagst, Philipp, ne, nur weil aus Berlin dann eine Order kommt, diese Kohle doch anzufordern, passiert das überhaupt. Und also da muss ich ganz ehrlich sagen, stehe ich schon einigermaßen fassungslos davor. Denn genau das ist doch das, was man Olaf Scholz immer vorwirft. Ne? Er macht einen auch sozial, jedenfalls so ein bisschen. Aber in Wirklichkeit ist er der Genosse der Bosse par excellence, dem es eigentlich nur darum geht, dass es der Bank in Hamburg gut geht. Und das ist ja jetzt auch nicht irgendwie die Sparkasse, ne? Sondern das ist ja eine Bank, die ein ganz bestimmtes Klientel versorgt, denen es in aller Regel schon sehr, sehr gut geht. Mit anderen Worten, das ist, also da fehlt einem wirklich die Worte. Ich habe in der Zwischenzeit kurz nochmal nachrecherchiert, Philipp, auf deine Frage eben, wie steht es mit der Verteilung der Kapitalertragssteuer? In der Tat steht die dem Land Hamburg zu 44% zu, sagt Wikipedia, und dem Bund ebenfalls zu 44% und dann nochmal zu 12% den Gemeinden. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Sonderregel gibt für den Fall Hamburg, weil das ja quasi Land und Gemeinde in einem ist. Ob dann, aber jedenfalls, also rechnerisch würde man denken, 56% der Kapitalertragssteuer bleibt auf die eine oder andere Weise in Hamburg. Also vielleicht gibt es da Finanzexperten unter den Hörerinnen und Hörern, die uns das nochmal genauer sagen können. Aber über den Daumen, die Hälfte des Geldes wäre wohl in Hamburg geblieben. Und jetzt ist also die Frage, dass dieses Treffen stattgefunden hat zwischen Olarius und Scholz, das ist mittlerweile, glaube ich, unstrittig. A, schreibt es Olarius in sein Tagebuch, aber ein Sprecher von Scholz hat das auch bestätigt, dass dieser Termin wohl im Kalender des heutigen Vizekanzlers drin
drin stand. Jetzt ist nur die Frage, haben Sie auch über diesen Fall gesprochen? Und der Hamburger Senat hat auf eine Anfrage der Linken geantwortet, es habe keine persönlichen Gespräche von Mitgliedern des Senats zum steuerlichen Verfahren der Warburg Bank mit dem Bankhaus gegeben. Ja, die Frage ist, stimmt das? Also wie gesagt, wenn ich das so höre, selber sagt, sie haben drüber geredet, Scholz will sich dazu nicht äußern. Ja. Das muss man offen lassen. Also Philipp, ganz ehrlich, wenn ich das so höre, wir haben ja in der Lage schon verschiedentlich das Stichwort des sogenannten überspezifischen Dementis besprochen. Das ist so eine ganz klassische Figur, wie man als Politiker zum Beispiel lügen kann, ohne zu lügen. Ja, man dementiert etwas, aber man dementiert es eben nicht pauschal, sondern man dementiert es extrem präzise. Und hier heißt es ja, keine Gespräche zu diesem Thema. Und das kann ja bedeuten, es gab ein Gespräch zu einem anderen Thema. Man saß halt einfach mal beim Dinner in irgendeinem schönen Restaurant und hat sich über die großartigen Konzerte in der Elbphilharmonie ausgetauscht, über den letzten Segeltörn. Und am Rande dieses Gesprächs, das dann eben nicht zu diesem Thema eigentlich stattfand, gab es dann eine Bemerkung, die der Warburg-Boss so gedeutet hat, wie es in seinem Tagebuch steht. Das wäre zum Beispiel eine Erklärung, wie man da eben doch drüber gesprochen haben kann, ohne dass es ein Gespräch zu diesem Thema war. Ist ja so ein Klassiker, dass man eben so spezifisch dementiert, dass man eben lügen kann, ohne formal zu lügen. Ich habe nicht um 15.16 Uhr rechts neben dem Hydranten die Drogen angenommen. Nee, sondern links. Vor 15.18 Uhr. Oder 15.18 Uhr, genau. Das ist sind so klassische Beispiele für diese sogenannten überspezifischen Dementis, die es einem ermöglichen, so eine Art sprachliche Hintertür zu nutzen. Ein wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang noch für die Juristinnen und Juristen hier eben unter den Zuhörenden. Wieso kann denn eigentlich mal eben kurz der Staatsanwalt so ein Tagebuch auswerten? Ja, das ist so ein Klassiker in der juristischen Ausbildung. Tagebücher, gehören die nicht eigentlich zur Intimsphäre? Kann man denn da einfach mal so reinschauen? Auf den ersten Blick sträubt sich da ja so alles, wenn Ermittler irgendwelche Tagebücher auswerten. In der Tat ist das hier aber wohl deswegen unproblematisch, weil es sich ja bei dem, was der Warburg-Mann hier notiert, nicht um seine Privatsphäre oder gar um seine Intimsphäre handelt. Er berichtet ja jetzt nicht irgendwie von seinen Sexualpraktiken, sondern er berichtet eben letztlich von Vorgängen, die der sogenannten Sozialsphäre zu ordnen sind, also quasi der Umgang im Geschäftsleben und insbesondere Straftaten. Ja? Straftaten fallen eben nach der Rechtsprechung gerade nicht in den Intimbereich, sondern in die sogenannte Sozialsphäre und dann können jedenfalls insoweit auch Tagebücher ausgewertet werden und hier ist es wohl tatsächlich so, dass sich diese Tagebücher jedenfalls in langen Auszügen als Kopien bei den Ermittlungsakten befinden. Die Haupteigentümer der Warburg Bank, die haben sich mittlerweile zu den Vorwürfen geäußert und gesagt, der Vorwurf der Einflussnahme auf Steuerangelegenheiten haben sie als gehaltlose Unterstellung zurückgewiesen. Zitat, die Bank hat sich nie mit unzulässigen, rechtswidrigen Forderungen oder Wünschen an die Fiskalverwaltung der Politikerpersönlichkeiten gewandt, hieß es in einem Schreiben, was am Samstag in Hamburg veröffentlicht wurde, 5 Seiten lang. Und unterschrieben war das eben von den Haupteigentümern Max M. Warburg und Christian Olerius. Ja, da kann man auch wieder nur sagen, das ist ein sehr spezifisches Dementi. Unzulässige und rechtswidrige Forderungen, ja, heißt nicht, dass man nicht auch über den Fall mal gesprochen hat. Genau. Und insbesondere kann es ja sein, dass man diese Forderung für rechtlich zulässig hält. Dazu kommen wir gleich noch, Philipp. Ne? Denn die Frage, ob das nicht möglicherweise sogar rechtlich möglich ist, was das Land Hamburg hier jedenfalls in 2016 für 2009 getan hat, dazu gibt es ja durchaus, sagen wir mal, unterschiedliche Ansichten. Absolut. Und das ist nämlich der dritte Akt. Also wir haben sozusagen 2 Fälle, 2 Jahre, in denen Hamburg Steuern nicht zurückholen wollte. Für 2009 haben sie es nicht gemacht. Für 2010 wurden sie vom Bund gezwungen. Dann gab es dieses Treffen, was sehr umstritten war. Aber damit war die Sache noch nicht zu Ende. Denn das ging noch weiter bis ins letzte Jahr, bis in 2019. Denn man muss wissen, seit September läuft am Landgericht Bonn ein erster Prozess in Sachen Cum-Ex. Angeklagt sind da 2 britische Aktienhändler, die eng mit der Bank Warburg in Hamburg zusammengearbeitet haben. Der Richter hat in diesem Verfahren schon gesagt, er hält Cum-Ex-Geschäfte für illegal. Und sollten diese beiden Angeklagten verurteilt werden, müssen wohl auch die Banken ihre Beute zurückgeben. Das würde bedeuten, ich habe es gesagt, die Warburg Bank hat 278 Millionen Euro sich an Steuern erstatten lassen mit Cum-Ex. Und die Bank hat gesagt, ja, wir wollen das nicht alles zurückzahlen, denn ein Teil ist ja verjährt. Okay, nice. Du hast es dir irgendwie offensichtlich illegal besorgt, aber es ist verjährt und deswegen willst du es behalten. Fein. Bleiben noch 169 Millionen Euro, die nicht verjährt sind. Davon will die Bank aber nur 69 Millionen zurückzahlen.
Warum nur 69 Millionen von 169? Sie sagt, naja, die 100 Millionen Euro, die anderen 100 Millionen, die restlichen, die haben wir an unsere Kunden weitergereicht. Hä? So, und da hat der Richter auch gesagt, hä? Die Steuern wurden an euch als Bank erstattet. Und wenn das illegal war, dann müsst ihr die als Bank wohl zurückzahlen. Und dann könnt ihr euch gerne an eure Kunden wenden und das Geld bei denen wieder eintreiben. Aber die Bank musste, so zumindest die Schilderung von Zeit und Panorama, davon ausgehen, dass wenn diese beiden Leute vor dem Landgericht in Bonn schuldig gesprochen werden, dass die Bank diese Millionen, mindestens diese 169, wird zurückzahlen müssen. Aber man kommt ja aus Hamburg. Und in Hamburg hat man offensichtlich auf offene Ohren gestoßen, denn Hamburg war bereit, mit der Bank einen sogenannten Billigkeitserlass auszuhandeln. Das ist eigentlich, musst du mal erklären, das ist eigentlich eine Ausnahmelösung. Ne? Ja, also eigentlich geht es bei diesen Billigkeitserlassen darum, dass man insbesondere um den Bestand eines Unternehmens nicht zu gefährden oder jemanden, der schon pleite ist, nicht völlig zu überfordern, einen Teil der Steuer schon erlässt. Aber es ist eine absolute Ausnahmesituation und ich kenne das nur aus meiner zugegebenermaßen jetzt nicht furchtbar langen Zeit in der Wirtschaftsstrafe, dass das jedenfalls in Berlin so gut wie nicht passiert. Also normalerweise versuchen die Finanzämter wirklich zu vollstrecken, bis wirklich gar nichts mehr zu holen ist. Und das ist ja im Prinzip auch sinnvoll, ja? dass man eben tatsächlich mit Steuerforderungen nicht einfach so leichtfertig umgeht, sondern dass man wirklich versucht, die durchzusetzen, jedenfalls bis zu dem Punkt, wo völlig klar ist, da ist gar nichts mehr zu holen. Wie gesagt, in Berlin geht man nach meiner schmalen Einschätzung darüber häufig sogar hinaus und verstreckt selbst dann noch, wenn es relativ fruchtlos aussieht. Wie gesagt, ne, immer nur meine schmale Sicht auf die Dinge. Ich habe nur ein paar Fälle gehabt, aber da war das schon bemerkenswert. Und insofern musste ich extrem schlucken, als ich jetzt hier sah, dass das Land Hamburg offensichtlich bei einer Bank auf Forderungen verzichtet, die ja durchaus solvent gewesen wäre. Ne? Also hier gibt es ja überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Bank nicht in der Lage gewesen wäre, auch die volle Summe zu zahlen. Darüber habe ich zumindest nichts gelesen. Jedenfalls sah dieser Billigkeitserlass vor, dass die Bank nur eben jene genau 68, 69 Millionen Euro zahlen sollte, die sie eben bereit war zu zahlen, und diese 100 rechtlichen 100 Millionen Euro, naja gut, die wären halt bei den Kunden geblieben. Aber bei so einem Billigkeitserlass muss das Bundesfinanzministerium in Berlin zustimmen. Das hat es nicht getan. Deswegen ist der Deal Ende letzten Jahres geplatzt. Also das rundet das Bild ab, dass die mit der Warburg Bank in Hamburg extrem zuvorkommend umgegangen wurde. Und das ist auch, gibt es auch noch, das haben wir jetzt ein bisschen ausgeklammert, aber da gibt es auch eine ganze Menge Hinweise, wo die Staatsanwaltschaft und die Finanzermittler in Hamburg wirklich zum Jagen gezwungen werden mussten. Ja, die haben Hinweise über Hinweise über Hinweise bekommen aus Köln und mit der Bitte, übernehmt mal, und die so, ah nee, wir sind glaube ich nicht zuständig, ach so, wir nehmen das nur von den anderen, nein, danke. Aber ganz ehrlich, Philipp, gibt es denn irgendwelche, sagen wir mal, nicht problematischen Gründe, warum das so gelaufen ist? Hast du da Anhaltspunkte? Also ich meine, das stinkt jetzt erstmal zum Himmel, wenn man das so liest, aber man muss sich ja immer die Frage stellen, gab es irgendwelche legitimen Erwägungen des Landes Hamburg oder der Finanzbehörden oder auch der politisch Verantwortlichen, warum man derart großzügig mit der Bank hier umgesprungen ist, also, offenbar, wie gesagt, nach den Recherchen der Kollegen. Also wir selber haben ja keine eigenen Erkenntnisse. Ja. Genau, also nach dem, was ich jetzt gelesen habe, im Prinzip bei der Zeit und bei Panorama, war es halt so, dass sie im Prinzip sagen, zu konkreten Steuerfragen können wir uns nicht äußern. Es gab halt wohl offensichtlich Befürchtungen im Jahr 2016, dass sie, wenn sie sich nicht 100% sicher sind, dass sie die Forderung aus 2009 zurückholen können, sich in den Prozess mit der Warburg Bank verstricken und da hohe Kosten zu befürchten haben. Das finde ich aber nicht überzeugend, wenn es darum geht, dass man 50 Millionen Euro Steuergeld, wo viele Experten wirklich damals schon gesagt haben, die kriegt ihr wieder, das ist kein Problem. Wenn man die sich holen kann, dann glaube ich, ist es auch legitim, da ein paar Prozesskosten zu riskieren. Ja. Und wie gesagt, ansonsten dieses Treffen mit Scholz und dem Chef der Warburg Bank, das hat wohl stattgefunden. Was da genau besprochen wurde, das wird noch zu klären sein. Also ich bin da mal gespannt, und ich finde das ein ganz gutes Beispiel, was ja auch dafür, wie wichtig guter Journalismus ist, ja, dass sowas rauskommt und dass das nicht im Verborgenen bleibt und dass wir wissen und sehen können, wenn Politiker mit bestimmten Firmen zu nachsichtig umgehen. Und das ist ja unser Geld, das ist ja unser gemeinsamer Geldtopf, aus dem die das da rausgeholt haben. Ja.
Das muss man immer dazu sagen. Ein letztes Stichwort noch, Stichwort Recherche zum Thema Verjährung. Da muss man nämlich wiederum differenzieren zwischen der steuerrechtlichen Verjährung auf der einen Seite und strafrechtlichen Vorschriften, die es unter bestimmten Voraussetzungen ermöglichen können, an Geld, das eben Tatbeute war, wieder heranzukommen. Also ich kann das jetzt rechtlich nicht ganz exakt prüfen, einfach weil wir die Akten nicht haben. Wir wissen jetzt ja eben nur aus Presseberichten, was da gelaufen ist. Es spricht aber sehr vieles dafür, dass diese Verjährungen, die hier für die Jahre 2009 und 2010 möglicherweise eingetreten sind, dass die tatsächlich nur die steuerrechtliche Lage betreffen, dass man also quasi dieses Geld jetzt nicht nach der Abgabenordnung noch einfordern kann. Aber wenn jetzt tatsächlich hier Verurteilungen im Raum stehen, dann ist es möglicherweise, wie gesagt, genaue Fristen kann ich nicht berechnen, weil ich dazu die Akten nicht habe, es ist durchaus möglich, dass die Schadenersatzforderungen des Fiskus deutlich weitergehen. Ja, dass der Fiskus, also wenn es tatsächlich zu Verurteilungen kommt, selbst für die Jahre durchaus noch an das Geld rankommen kann, für die jetzt rein steuerrechtlich hier nichts mehr zu holen wäre. Insofern muss man sagen, wäre dann der politische Schaden natürlich angerichtet. Ja, Olaf Scholz und Herr Tschentscher stünden dann politisch nicht gut da. Aber wenigstens könnte möglicherweise der Hamburger Fiskus irgendwann doch noch zu diesem Geld kommen. Interessant. Noch einen kleinen Hinweis, einen kleinen Medienschau-Video-Hinweis dazu. Zu diesem Thema Banken ist eine Doku Bad Banks, also nicht die Serie im ZDF, die finde ich, ja, ist jetzt nicht ganz so mein Geschmack, aber es gab eine Doku vom ZDF in diesem Kontext, die hat sich insbesondere mit Banking-Startups auch beschäftigt und das hatten wir hier auch mal das Thema, haben wir uns auch wahnsinnig drüber aufgeregt und echauffiert, dass die alten Banken wie nichts mehr gebacken kriegen und die neuen Banken kommen und ihnen den Milchshake wegtrinken. Die Doku fand ich ganz interessant, weil die durchaus ja auf der einen Seite natürlich dokumentiert hat, die neuen Banken trinken ganz schön viele Milchshakes weg und das schmeckt auch allen ziemlich gut. Aber am Ende haben sie durchaus auch die Schattenseiten dieser Fintech und Startups beleuchtet. Und da muss ich sagen, da waren doch ein paar Punkte bei, wo ich sage, ja, da ist was dran. Da ist nicht alles Gold, was glänzt. Und jetzt einfach zu sagen, die alten Banken sind doof und die neuen sind super, das ist wahrscheinlich zu einfach. Einfach, weil das Geschäftsmodell eben auch ein Geschäftsmodell ist und auch diese neuen Banken irgendwie mit irgendwas Geld verdienen wollen und müssen. Und naja, so Befürchtung, dass der Kunde dann eben zum Produkt wird etc. pp. Das haben die da, finde ich, ganz gut aufgeschlüsselt, fand ich ganz erhellend und verlinkt. Wir in den Shownotes, könnt ihr euch mal angucken, sind 45 Minuten oder sowas, eine Doku über Fin-Startups versus alte traditionelle Bankhäuser mit Filialen. Zu unserem nächsten Thema. Wir sprachen ja in der vergangenen Woche recht ausführlich über die Situation von Geflüchteten auf den griechischen Inseln und auch in der Türkei. Und nun gab es in dieser Woche eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Fall ND und NT gegen Spanien. Vielleicht kurz zunächst einmal zur Einordnung. Die Entscheidung ist vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, kurz EGMR. Und das ist eine Institution des Europarats, nicht der Europäischen Union. Das geht häufig durcheinander, deswegen dachten wir, uns erklären wir das nochmal ganz kurz. Also der Europarat ist so ein Bündnis von 47 Staaten Europas. Ihm gehören unter anderem auch Russland und die Türkei an. Und er ist eben nicht zu verwechseln mit der Europäischen Union, ja, kurz EU. Das ist die Organisation, aus der das UK gerade ausgetreten ist, die jetzt noch 27 Staaten hat. Hat auch einen Gerichtshof, den Europäischen Gerichtshof und noch ein weiteres Gericht. Aber um die EU und ihre Gerichte geht es hier nicht. Wir sprechen über den Menschenrechtsgerichtshof des Europarats. Der wacht insbesondere über die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention, kurz EMRK. Die EMRK enthält Menschenrechtsstandards des Europarats, wie gesagt, 1950 beschlossen worden, seit 1953 im Prinzip in Kraft. Und dann gibt es noch eine Reihe von Zusatzprotokollen. Das sind quasi so Ergänzungen. Unter anderem das vierte Zusatzprotokoll von 1963, das ein Verbot kollektiver Ausweisung enthält, über das wir heute unter anderem sprechen wollen. Dieser EGMR hat nun in dieser Woche eine Entscheidung im Fall NT und ND gegen Spanien verkündet und hat dabei... Ulf, ganz kurz, dazu muss man vielleicht sagen, NT und ND, das sind Menschen.
Ach so. Also Geflüchtete. Ja, absolut. Abkürzen. Ja, genau. Also diese, das sind Menschen, das sind die Klägerinnen oder Kläger in diesen Fällen, und die werden mit diesen Abkürzungen bezeichnet, einfach um ihre Persönlichkeitsrechte zu schützen. Und in diesem Fall hat der EGMR jetzt entschieden, dass sogenannte Pushbacks an der spanischen Grenze keine Verletzung europäischer Menschenrechtsstandards darstellen sollten. Und um das mal näher zu analysieren, haben wir uns eine Expertin eingeladen, nämlich Dana Schmalz. Sie ist Völkerrechtlerin und Philosophin, forschte lange am Max-Planck-Institut in Heidelberg, ist zurzeit als Visiting Scholar an der Columbia Law School in New York City. Ganz herzlich willkommen in der Lage der Nation, Dana Schmalz. Hallo. Was hat es denn jetzt genau mit dieser EGMR-Entscheidung auf sich? Was hat Spanien genau gemacht? Also wie ihr schon kurz sagt, es geht um Vorfälle an diesem Zaun von Melilla, also um Rückschiebungen, die Vorfälle waren im August 2014. Und das ist eine andauernde Praxis. Also der Zaun von Melilla. Melilla ist gemeinsam mit Ceuta eine der zwei spanischen Exklaven in Marokko. Und die Grenzanlage ist enorm gesichert mit drei Zäunen. Und es ist gleichzeitig, weil es eben eine Landgrenze zwischen Afrika und Europa ist, auch Teil des Schengen-Raums, ist es eine der Stellen, wo ganz viele migrationsflüchtlingsrechtliche Fragen sich konzentrieren. Das heißt, da gibt es immer wieder Versuche von Migrantinnen und Migranten, über die Grenze nach Spanien zu kommen, und es gibt eben diese ständige Praxis der Rückschiebung. Und jetzt ging es in diesem Fall, der erste Fall war diesbezüglich, der vor den Europäischen Menschengerichtshof kam, ging es um die Bewertung dieser konkreten Rückschiebung am 13. August 2014 eben von zwei Personen, ND und NT. Und der Artikel, um den es ging, war Artikel 4 des vierten Zusatzprotokolls, das Verbot der Kollektivausweisungen. Also das ist eigentlich ganz schlicht, dass die kollektive Ausweisung ist verboten. Aber was heißt denn kollektive Ausweisung? Kollektive Ausweisung heißt einfach, man kommt an die Grenze und hat kein Verfahren, sondern wird einfach rausgeworfen. Genau, also es ist im Grunde eine prozedurale Absicherung der zentralen Säule des Flüchtlingsschutzes, nämlich des Non-Refoulement-Prinzips, des Verbots, Flüchtlinge auszuweisen. Und man sagt quasi, damit man überhaupt sicherstellen kann als Staat, dass man keine Flüchtlinge zurückweist, muss man ja erstmal die Gelegenheit haben zu trennen, wer kommt da gerade ins Land und möchte unter Umständen einen Asylantrag stellen. Und das heißt, diese Garantie des Verbots der Kollektivausweisung sagt erstmal, man darf nicht einfach eine ganze Gruppe, ohne auch nur die Gelegenheit zu geben, einen Asylantrag zu stellen, ohne die Identität aufzunehmen, man darf nicht eine ganze Gruppe kollektiv aus dem Land weisen. Und das umfasst sowohl die Ausweisung von Personen, die sich schon im Land aufgehalten haben, als auch von Personen, die in dem Moment gerade erst ins Land kommen oder kommen wollten. Also das hat der Gerichtshof selbst in voriger Rechtsprechung festgestellt. Das gilt auch schon an der Grenze selbst. Genau. Und was war denn jetzt die rechtliche Kritik an dem Verhalten Spaniens konkret? Also die spanische Grenzpolizei, die übliche Praxis ist, dass die Migranten, die dort nach Spanien kommen wollen, in dieser Zaunanlage direkt abgefangen werden und dann eben ohne jegliche Aufnahme der Identität einfach sofort an die marokkanische Polizei zurückgegeben werden, und die fährt die dann irgendwo in die Wüste. Jedenfalls, die Personen bekommen gerade kein Verfahren, werden überhaupt nicht identifiziert, sondern eben genauso ohne Möglichkeit, Asylantrag zu stellen, zurückgeschoben. So, und da hast du jetzt ja gerade schon angefangen zu erklären, dass man an diesem Tatbestandsmerkmal, quasi an dieser rechtlichen Prüfungsfrage kollektiv eine ganze Menge an rechtlichen Fragen aufgehängt hat. Ne? Also laienhaft würde man ja denken, bei dem Stichwort kollektiv geht es alleine um die Frage, ob ein Mensch alleine rausgeworfen wird oder ob da eine ganze Gruppe ohne Ansehen der Person rausgeworfen wird. Aber du hast ja gerade schon angefangen zu erklären, unter dieser Überschrift kollektiv hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte jetzt eine ganze Menge mehr verhandelt, nämlich insbesondere das Verhalten der Person in den Blick genommen. Das heißt also, wenn ich das richtig verstanden habe, wer illegal über Zäune klettert, der verliert quasi den Schutz vor Kollektivausweisung. Ist das so eine Art Ecce-Becce-Prinzip? So ein bisschen ist das letztlich aufgezogen, und man hatte tatsächlich das Gefühl, dass der Gerichtshof irgendwie nach einer Möglichkeit gesucht hat, hier keine Verletzung zu finden. Und eigentlich muss man noch mal sagen, die Vorfälle waren gewissermaßen eine Kollektivausweisung aus dem Bilderbuch. Also es geht nicht um die Größe der Gruppe als solche, sondern es geht immer um die Frage, wird
in jedem Einzelfall geprüft oder wird quasi en bloc entschieden, dass diese ganzen Menschen jetzt raus müssen? Ne? Das ist letztlich die Frage. Gibt es sowas wie individuellen Rechtsschutz oder wird jemand da nur als Teil einer Gruppe behandelt? Ne? Das ist so die Idee dahinter. Aber was ist denn jetzt die Folge davon? Also ist das ein offener Rechtsbruch? Wie bewertest du das? Diese Entscheidung, dass diese diese Ausweisung, die da stattgefunden hat, eben legal ist, diese Praxis? Ich glaube, man muss zwei Punkte sehen, die an diesem Urteil hochproblematisch ist. Das erste ist, dass wirklich diese Idee, dass man plötzlich das Verhalten, was lange vorher liegt, einbezieht in die Frage, ob diese Ausweisung jetzt kollektiv war oder nicht. Das vermischt zwei Zeitpunkte, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das heißt, es ist schon rein logisch ein riesiges Problem und im Grunde, was da gemacht wird, ist so ein bisschen, dass man sagt, du hast Rechte, die sind auch ganz klar, außer du verhältst dich falsch. Also aus der verfassungsrechtlichen Perspektive wird mir ganz kalt bei dem Argument oder bei der Kritik, die du gerade formuliert hast, Dana, denn eigentlich ist es ja rechtlich gerade nicht so, dass man andere Menschenrechte verliert, nur weil man sich an einer Stelle illegal verhalten hat. Ne? Also da gibt es in Deutschland zum Beispiel im Verfassungsrecht die berühmte Strafgefangenenentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die eben sagt, auch Menschen, die sich im Strafvollzug befinden, haben selbstverständlich ihre Grundrechte, so wie alle anderen Menschen auch, ne? Und jede Einschränkung von Grundrechten im Strafvollzug muss in jedem Einzelfall gerechtfertigt werden. Es gibt insbesondere nicht so etwas wie ein besonderes Gewaltverhältnis, ne? So eine Art grundrechtsfreie Zone, was man früher mal angenommen hat, sobald jemand im Gefängnis sitzt. Und mir klingt es so ein bisschen so, als wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte jetzt wieder so eine Art, wie gesagt, Agey-Bagey-Prinzip, habe ich eben untechnisch gesagt, aber so eine Art rechtsfreien Raum schafft. Ja? Wer einmal über einen Zaun klettert, der hat eben auch andere Menschenrechte an dieser Stelle verwirkt. Ne? Oder geht das zu weit, das so zu interpretieren? Doch, das ist wirklich das sehr, sehr Erschreckende an diesem Urteil, meiner Meinung nach. Wenn wir so ein bisschen den Blick weiten, was könnten denn aus deiner Sicht jetzt die Folgen dieser Entscheidung sein? Wozu führt denn das jetzt eigentlich, wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte keinen Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention annimmt? Die Folge, die ich davon sehe, ist, dass es Rechtspraktiken der Zurückweisung stärkt, dass es auch ein Narrativ nährt von, wenn man sich widerrechtlich verhält, was für viele Schutzsuchende die einzige Möglichkeit ist, dann verliert man Rechte. Das ist ein sehr, sehr gefährliches Narrativ. Das ist natürlich genau das, was eine Katastrophe wäre, wenn sich das als Narrativ gestützt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte etabliert. Sag mal ganz zum Schluss noch, wir hatten in der letzten Sendung gesprochen über diesen EU-Türkei-Deal und inwieweit der so als Muster für eine strukturierte europäische Flüchtlingspolitik dienen kann, nicht nur jetzt in Griechenland für die griechischen Inseln, sondern fürs Mittelmeer insgesamt. Und wir haben da mit Gerald Knaus gesprochen, dem Vater quasi dieses Deals. Und wir haben da ein bisschen Kritik geerntet, was auch damit zusammenhängt, dass wir das ursprünglich nicht als richtiges Interview geführt haben, sondern ich habe halt mit ihm gesprochen, um halt so ein paar O-Töne einzusammeln, die wir dann hinterher noch in den Kontext stellen wollten. Wir haben uns dann dafür entschlossen, das quasi, haben wir ja auch gesagt, wie so ein Interview zu machen. Dabei ist, das ein bisschen einseitig geworden und da haben wir auch, gab es auch Kritik viel von den Hörern, auch Pro Asyl hat sich nicht so richtig rundum gut dargestellt gefühlt. Wie ist denn dein Blick auf diesen Deal? Was ist das größte Problem daran? Ich glaube, es gibt wirklich mehrere Probleme. Ich meine, es war von Anfang an eine Spannung. Man hat also das EU-Türkei-Abkommen hat ja gewissermaßen so drei Punkte. Also erstens, am besten kommen gar keine Migranten mehr nach Griechenland, also so ungefähr Verhinderung von in Anführungszeichen illegaler Migration. Zweitens, die ankommen, werden sofort zurückgebracht. Und drittens, dafür werden dann diejenigen, die brav gewartet haben, ich sag das so ein bisschen zynisch, gibt es Resettlement in die EU. Und ich glaube, bei allen drei Punkten gibt es Probleme. Der erste ist, es gibt keine illegale Migration, in Anführungszeichen mehr. Es gibt unter dem Völkerrecht einfach ein Recht, jedes Land einschließlich des eigenen zu verlassen. Das ist sehr wichtig, auch in Bezug auf die Türkei, weil türkische Staatsangehörige sind an neuen Asylanträgen in Deutschland im Moment an vierter Stelle. Also das sind natürlich nicht diejenigen, um die es bei diesen Migrationsrunden primär geht. Aber zuallererst muss man sagen, die Türkei darf unter internationalem Recht nur begrenzt verhindern, dass Personen, die das Land verlassen wollen, dieses Land auch verlassen können. Zweitens, diese Idee, dass alle Personen, die illegal nach Griechenland gekommen sind,
direkt zurückgebracht werden. Da stand, glaube ich, im Abkommen so eine Formulierung wie selbstverständlich unter Wahrung des EU- und Völkerrechts. Das ist aber eine riesige Spannung, denn entweder bringt man alle Personen sofort zurück oder man wahrt EU- und Völkerrecht. Und das zu wahren bedeutet eben, dass man Verfahren haben muss. Und ich glaube, also ja, es gibt dann eine Rücknahmeübereinkunft mit der Türkei. Das erleichtert gewisse, also es erleichtert die Rückführung, nachdem es ein Verfahren gab. Aber von Anfang an war diese scheinbare Effizienz einer direkten Rückführung eigentlich nur zu haben, wenn man eben genau nicht EU- und Völkerrecht gewahrt hat. Und insofern, es gab immer wieder auch die Vorwürfe oder die Belege, dass das auch passiert ist, dass dann keine vernünftigen Verfahren gab. Aber ich will darauf hinweisen, dass es da von Anfang an diese Spannung gab. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Dana Schmalz, Völkerrechtlerin und Philosophin, zur Frage, wie man in Europa eine faire Verteilung von Flüchtlingen hinbekommt und insbesondere auch, welche menschenrechtlichen Garantien an Europas Grenzen gelten sollen. Ganz herzlichen Dank, Dana Schmalz. Danke euch. Ich hatte das ja eben schon ein bisschen angedeutet im Interview, dass sich Pro Asyl auch nochmal gemeldet hatte und ja, nicht so richtig zufrieden war mit der Art und Weise, wie ich ihre Position in der letzten Sendung dargestellt habe. Ich konnte das zum Teil nachvollziehen. Ich habe ihnen dann angeboten, doch kurzes Audio aufzunehmen mit einer Richtigstellung. Das ist leider nicht rechtzeitig eingegangen. Also bisher ist es nicht da jedenfalls. Deswegen versuche ich das jetzt hier nochmal so kursorisch zu paraphrasieren, weil diese E-Mail, die ich da bekommen habe von dem Menschen bei Pro Asyl, die hat das eben auch nur so schraffiert, was ihm nicht gepasst hat. Aber letztlich, glaube ich, ging es darum, dass Pro Asyl eben diesen Deal grundsätzlich nicht für gut heißt und gut findet. Ja, die zentrale Klage war sicherlich, und das hatte ich ja auch gesagt, dass diese Anerkennungsverfahren in der in Griechenland nicht annähernd sichergestellt sind und auch damals, als der Deal abgeschlossen wurde, laut Pro Asyl eben nicht sichergestellt werden konnten. Aber Pro Asyl sieht diesen Deal insgesamt kritisch, unter anderem auch, weil er eben nur funktioniert in den Augen von Pro Asyl, wenn sich die EU quasi in Geiselhaft, das ist jetzt mein Wort, aber der Türkei eines autokratischen Regimes begibt und eben jetzt in Augen von Pro Asyl doch eine ganze Menge abnicken muss, also einen autoritären Erdogan und wegsehen muss bei Menschenrechtsverletzungen an der Grenze und beim Demokratieabbau. Wir haben da auch häufig drüber geredet. Also, dass sich die EU und Deutschland in eine Abhängigkeit von einem autoritären Regime begeben haben, um diesen zweifelhaften Deal in die Welt zu setzen. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal so kurz paraphrasiert die Fundamentalkritik, und dass die Türkei auch nicht als sicher gelte. Pro Asyl sagt, die Türkei stehe auf dem dritten Platz der Asylsuchenden in Deutschland. Also das sei kein Zeichen dafür, dass die Türkei sicher ist. Das vielleicht noch der Vollständigkeit halber. Ich habe mir dann auch ein Fundamentalthema hier nochmal aufgeschrieben. Und zwar, weil wir häufig in den Kommentaren die Kritik kriegen, ja, ihr seid zu links, ihr seid nicht neutral. Ja. Interessanterweise, das finde ich ganz spannend, kommt das sogar nur relativ selten in unseren eigenen Kommentaren, wo wir dann ja quasi mitdiskutieren können, sondern das kommt immer eher so in Heckenschützenmanier in den iTunes-Kommentaren, die ja leider den Nachteil haben, dass man da überhaupt nicht drauf replizieren kann. Ne? Da kommen also ja teilweise auch Missverständnisse zum Tragen. Insofern kann man wirklich nur sagen, wenn jemand Kritik anbringt, dann freuen wir uns einfach sehr, wenn sie das bei uns in den Kommentaren machen, denn dann kann man darauf eingehen und ganz viele Dinge lassen sich dann einfach auch klären. Es ist völlig klar, wir haben hier ein journalistisches Selbstverständnis, und das bedeutet, dass die Fakten natürlich stimmen müssen, und das muss vollständig sein und von möglichst vielen Seiten und fair vor allen Dingen sein, das darf nichts Wesentliches fehlen. Das klappt natürlich nicht immer, aber das ist unser Anspruch, und wenn das nicht klappt, dann nehmen wir die Kritik auch an und versuchen das natürlich nachzutragen. Aber natürlich sind wir nicht objektiv. So, sondern bei uns, und das denke ich, ist ja bei jedem so, wir haben bestimmte Werte, die wir für besonders wichtig halten, für die wir einstehen und an denen wir uns und das Handeln von Politikern und Politikerinnen messen. Das sind so klassische demokratische Werte, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Minderheitenrechte. So, das sind für uns wichtige Werte.
Und an denen messen wir unsere Handlung und an denen messen wir die Handlung anderer. Und da kommen wir natürlich zu bestimmten Urteilen. Und zwar kommen wir natürlich zu anderen Urteilen als Menschen, denen diese Werte zwar auch wichtig sind, aber die eben andere Schwerpunkte legen. Wenn es denn Menschen gibt, denen Ordnung wichtiger ist, Menschen gibt, denen irgendwie nationale Regelungen und bestimmte Sicherheitsaspekte wichtiger sind, die bewerten diese Tatsachen natürlich anders. Auch nicht objektiv, aber eben auf ihre Art konsistent. Und das ist das, worum wir uns hier bemühen, dass wir unsere Werte transparent machen, die wir anlegen und daran die Fakten messen und dann zu Einschätzungen kommen, über die ihr nachdenken könnt, an denen ihr euch reiben könnt. Aber natürlich ist das nicht neutral oder objektiv. Wir versuchen, richtig zu sein, wir versuchen, fair zu sein, aber wir versuchen nicht neutral zu sein. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das überhaupt nicht geht. Also wenn man völlig objektiv sein wollte, dann könnte man nicht mehr bewerten. Jede Bewertung ist eben ein Werturteil und ein Werturteil ist immer subjektiv, denn es gibt einfach keine objektive Bewertung. Ja, das ist ein Widerspruch in sich und deswegen finde ich diese Kritik auch, wie soll ich sagen, immer so ein bisschen irritierend. Wir sind, wie gesagt, wir haben den Anspruch, objektiv zu sein bei den Fakten und ein vollständiges Bild zu zeichnen, aber natürlich bewerten wir subjektiv. Was mir persönlich, aber ich glaube, das gilt für Philipp ganz genauso einfach sehr wichtig ist, ist, dass unsere Hintergründe deutlich werden. Das heißt also, ich versuche sehr viel Vertrauen aufzubauen, dadurch, dass ich sehr deutlich sage, ich arbeite bei der GFF, ich arbeite bei der Berliner Justiz, ich engagiere mich hier und da und sonst wo. Man kann auf meiner Homepage mal die Mitgliedschaften in den Vereinen nachlesen. Als ich SPD-Mitglied war, habe ich das mal gesagt. Als ich ausgetreten bin, habe ich das gesagt. Ich finde, das ist eigentlich der Weg. Nicht der Versuch, irgendwie schwammig irgendwie so eine Mittelposition einzunehmen und sich nicht mehr so richtig festzulegen, sondern im Gegenteil. Die Werte deutlich machen, für die man steht, den Hintergrund deutlich zu machen, vor dem man sich äußert und dann aber durchaus eben auch klar Position zu beziehen. Und insofern, wie gesagt, keine Neutralität, aber Fairness und natürlich Transparenz. Das sind so, denke ich, die Werte, die uns hier auszeichnen. Das war das Wort zum Sonntag. Wir danken euch fürs Zuhören. Die Lage ist für diese Woche abschließend und ausführlich beurteilt. Die nächste Lage kommt am 27. Februar zu euch in die Audiogeräte gespült. Etwas Zeit, um über alles nachzudenken. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Sagen danke, dass ihr zuhört. Danke, dass ihr uns unterstützt mit einem Abo, mit Spenden. Könnt ihr auch nachschlagen. Wo ist das? Lage der Nation, /Konto, ne? Klar, auf jeden Fall lagedernation.org und dann / ich glaube Konto oder Spenden, weiß ich mir sicher. Auf jeden Fall, wenn ihr unsere Seite aufruft, dann findet ihr das. Und genau, da freuen wir uns irre. Wie gesagt, gerade in Zeiten, wo wenig Werbung ist, ist das total toll zu sehen. Ja, aber kein Problem. Läuft. Wir haben euch, genau, lagedernation.org/Konto ist die Adresse, wo ihr unsere Bankverbindung findet und wo ihr uns gerne mit einem Betrag unterstützen könnt. 1 Euro im Monat ist fein, 50 sind geiler, aber ist schon klar. jeder Euro hilft uns hier weiter. Danke fürs Zuhören und eine schöne Woche. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.